Hallo liebe Leute und willkommen zu einem ganz kleinen kurzen Video. Gerade eben hat das hier geklingelt und der Postbote gibt mir hier ein paar Umschläge in die Hand. Ich habe aber nichts bestellt. Ja. Jetzt habe ich den ersten schon aufgerissen, aber noch nicht reingeguckt. Ich habe da aber reingegriffen. So. Ich mache hier mal so, ja, weil ich gehe mal davon aus, guck mal nach, ob da überhaupt irgendwie ein Zettel oder hier ist ein Zettel drin, ne, drin ist. Und das mache ich jetzt einfach mit euch. Ich habe das, was da drin ist, noch nicht rausgeholt und die anderen habe ich noch gar nicht aufgemacht. So, und hier steht. Oh Gott. Ein Geschenk von Rina. Hoffe, das passt. Von Rina. Okay. Keine Ahnung. Alien Domicil. Domicile. Ja. Den musst du ja auf meiner Amazon-Liste gesehen haben. Also ja, das passt. Ja. Das ist irgendwie so ein. Walter schlappert im Hintergrund. Das ist irgendwie so ein hier so ein Monsterfilm mit so einem Typen mit Gummimonsterkostüm. Da habe ich habe da mal ein bisschen gegoogelt, was es da so gibt, was ich noch nicht kenne, und das ist einer von denen. Und ich habe mir dann einen Trailer angeguckt, das sah, ja, mal gucken, was das so ist, ne? So, dann habe ich hier noch was. Aufmachen, komm her. Ach du Scheiße. So. Boah, ich mache sofort hin. So, ich gucke jetzt aber auch erstmal nicht rein. Erstmal hier Zettel wieder, ne? Jawohl. Die Hauerhaar. Das ist nur so ein Traum. Was ist das hier? Noch ein Geschenk von Rina. Wegen Komplettierung und so. Wegen Komplettierung und so. Was ist denn das? Ich sehe mal erst die Rückseite hier. Ja, das ist Alien Domicile Next Level, ne? Das ist dann wohl der zweite Teil davon. Ja. Genau, ach ne, hier, den Umschlag will ich dahin tun. Ja, weil ja, das dauert jetzt noch eine Stunde bis zum Abendbrot. Vielleicht kommt Frauchen aber auch vorher. So, dann, ich gehe mal davon aus, das ist alles von Rina oder was. So, hopp. Oha. Komm raus da, Zettel. So. Das ist wieder nur dieses Strichcode irgendwas. Gedöns. Ja, auch von Rina. Was? Nochmal. Was für Umme-Ohren? Kopfhörer hier. Ohrenschoner oder? Ach nee, Musik. Spirit Adrift. Sieht aber seltsam aus. Also ja, Dankeschön. Ne? Das ist eine Band, die wurde mir, glaube ich, von Silentium 141 empfohlen. Ich war jetzt nur gerade irritiert, weil das ein ganz komischer Schriftzug. Ich habe gedacht, dass die haben einen anderen Bandschriftzug. Deswegen konnte ich jetzt gerade kaum lesen hier. Die haben eigentlich so komisch. Das ist hier ja einfach so eine Schnörkelschrift. Seht ihr das? Das Licht ist jetzt hier gerade scheiße. Ja, aber ja, das ist irgendwie so ein ja, so ein Richtung. War es nicht so Richtung Epic Heavy Metal, Doom, irgendwas? Ich weiß nicht mehr genau. Höre ich dann ja, wenn ich das anhöre. So, und das hier ist ein bisschen schwerer und ein bisschen dicker, wie es aussieht. Wo ist denn hier der Aufreißer? Ach da. Sit. Oh, ein bisschen poolen. Da haben wir den Zettel. So. Auch von Rina. Es ist ein Rina Mystery Unboxing. Cover erinnert mich an was? An den einen Amazon Prime Film mit Chris Pratt. Ist der gut? Also der hier? Ich habe keine Ahnung, was es kommt. Ist was Dickes. Oh, sind zwei drin. Nee, ist eine CD und ein Film oder was? Ich zieh erstmal raus. Ja, ist eine CD und ein Film. Ich sehe hier nur von hinten, ne? Was ist das für eine CD? Da ist die andere Spirit Adrift drin. Weil dann waren da ja noch zwei Zettel drin. Oh ja. Zack, ein Geschenk von Rina. Hoffentlich hast du Lust darauf zum Hören. Ja, klar. So, und was ist das hier? Ach, Titanium. Ui, so. Strafpalit. Planet XT59. Das ist ein Ostblockbuster. Und der ist auf der Lovecraft-Liste. Den wollte ich sowieso eben genau deswegen rewatchen. Denn ich habe den schon auf DVD, aber ich fand den so gut beim ersten Mal gucken, dass ich den gerne auf Blu-ray updaten wollte. Da habe ich den auf meine Liste gesetzt, ne? Ja, und Rina hat zugeschlagen. Vielen lieben Dank, Rina, ne? Für die ganzen Geburtstagsgeschenke. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu teuer.
Es gibt einen Nachteil an meiner Amazon-Liste. Ach, ihr könnt das auch mal sehen. Das ist dieser Spirit Adrift-Schriftzug, der eigentlich auch hier, ich glaube auf dem Amazon-Bild, auf dem Produktbild auf Amazon ist das gleiche Cover, hier dieses, mit diesem Schriftzug aber. Seht ihr das? Das ist aber so ein Schnörkel. Gedörkel da, weißt du nicht so, da, aber ist ja egal. Hauptsache die Musik ist richtig. So, das Doofe an meiner Amazon-Liste ist, ich setze mich hier jetzt hin und lösche die dann wieder aus meiner Liste, ne? Damit die dann nicht mehr drauf sind, die Sachen. Und das Blöde ist, da steht ja immer der Preis nebenbei, ne? Ich hoffe, du hast nicht zu viel Geld für mich ausgegeben. Ich habe ein schlechtes Gewissen. So, gut. Dafür bezahlst du nichts, wenn du im Sommer zum Grillen kommst. Und wahrscheinlich machen wir ja auch noch mal irgendwann, hatten wir mal drüber gesprochen, mal wieder ein Let's Eat mit irgendeinem Blödsinn. Ne? Da bezahlst du ja dann vielleicht auch nichts. Das kaufe ich im Mail dann halt. Ne? Gut, so. Ich bin gespannt, wann meine Süße wieder nach Hause kommt. Ich habe den Hund den ganzen Tag schon hier. Denn unerwarteterweise ist da irgendwie, oh, ich weiß nicht, wie das heißt. In der Firma wird geprüft. Warum, weiß ich nicht. So irgendwie so ein Polizeischeiß. Nein, nicht Polizei. Irgendwie so ein Dienst, was weiß ich, ach, ist doch egal. So, also. Ja, das war's schon wieder. Das war mein Video des Tages. Ich wollte eigentlich ein Album-Review machen, aber irgendwie habe ich überhaupt keine Motivation, heute Musik zu hören, den ganzen Tag schon. Bin weiter schon laufen gewesen, wir haben schon zusammen Mittag gegessen. Da geht der Kopf direkt hoch, weil ich Essen sag. Ist ja ein verfressenes Vieh, du. Und, ja, und, ja, mal gucken, was heute noch so passiert. Ja, vielen lieben Dank, Rena, für die geilen Sachen. Da freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Vor allem bin ich gespannt auf diese Alien-Domizil-Filme, weil ja, handgemachte, oder war das Computer-animiert oder handgemacht? Ich muss eigentlich mal nachgucken. Egal, so Viecherfilme mag ich ja alle. Mag ich ja immer. Ne? Und ich habe mich auch deswegen gereizt, weil ich hatte erst nur gefunden, dass es diesen ersten Teil gibt. Dann habe ich geguckt, gibt es das denn auf Deutsch? Und dann sah ich bei der OFDB beim Scrollen, runterscrollen. Ach, da gibt es ja noch einen zweiten Teil. Gibt es den auch in Deutschland? Dann sage ich, ach, okay, gibt es ja auch in Deutsch. Ja, dann habe ich mir die gleich auf Liste gesetzt. Ja, weil das ist, ich, ja, ich, das ist auch der letzte Rotz. Ich habe keine Ahnung. Gut, ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Dienstag haben wir heute, genau. Ich darf es nicht verwechseln mit Mittwoch, weil normalerweise sehe ich meine Süße ja nur mittwochs und freitags nicht. Ne? Heute ist aber Dienstag, genau. Und morgen sehe ich sie dann auch nicht. Aber morgen dann gar nicht, ne? Scheiße. Naja, doch, online. Also habt noch einen schönen Dienstag. Ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wahrscheinlich wird das ein Musikreview werden. Da könnt ihr mal von ausgehen. Und ja, bis zum nächsten Mal sage ich wie immer Farewell.